Genau da habe ich einen Mann verhaftet mit einem halben Kilo Heroin in die Jackentasche. Das Besondere am Ganzen ist, er ist am helllichten Tag bei Rot über den Fußgängerstreifen gelaufen. Direkt vor unserem Polizeiauto. Hätte er gewartet, bis es grün ist, hätte ich ihn sicher nicht kontrolliert. Eine Verhaftung, die ich nie wird vergessen. Haben Sie das Zeug, Daniel Schmid, der einst zu ersetzen? Wir suchen Nachwuchs.